Heinrich. Du verfälliger Mensch. Und nochmal, Dancier, Fürst Heinrich. Kann sie das hier? Ein Puschelprinz. Das ist eine dunkle Hase, ne? Naja, die Uschi Obermeier wird ja auch wieder modern. Die hatte auch solche Sachen an. Flugarten. Gestern Schwiegertochter gesucht, gesehen? Nein. Ich gucke kaum Fernsehen. Ich habe gestern den ganzen Tag zugebracht, meinen dämlichen Computer aufgeräumt zu kriegen von meinem. Oh ja, was gibt es denn noch? Ja, er ist doch mit dieser Rabattaktion in Erscheinung getreten. Also alle Hengst, ich glaube außer dem Soliman, gab es irgendwie günstiger. Ich weiß jetzt nicht mehr für was, aber auf jeden Fall günstiger. Hat er was verkauft oder was? Nö, das nicht, aber ich denke mal, die kriegen sonst keine Stuten. Ne? Achso, ich habe jetzt das erste Lied zu denken. Ja, 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 ja. Ich auch nicht. Dies mag ich aber allein. Ja, das gefällt mir. Und sie? Was denn? Und der hat ja scheinbar auch Schritt. Frau Iselbrest. Steht im Bild. Oh. Oh lala. Bleibt ja alles drin hängen. Jetzt hat er es los. Nee, immer noch nicht. Oh. Was für ein braves, kopfklares Pferd. Das war nicht los. Das dürftest du mit meinen. Das dürftest du mit meinen nicht machen. Nicht! Anhalten, Mensch! Oh Gott, sowas solltest du mal mit meinen machen. Die wären aber schon über alle Berge. Der hat gute Nerven, das kann man wohl sagen. Tja. Ganz ein Braver. Den mag ich. Den mag ich leiden, ne? Letztes Jahr waren die Dossier nicht. Du bist ja freundlich. Dieser ist ja auch groß genug. Ja, wenn er noch einen Schritt drauf hat, dann bin ich auch zufrieden. Was mir an den Dossiers so gefällt, die sind alle so schön geschmeidig, ne? Ja. Die hörst du gar nicht, wenn die vorbeilaufen. Auch in den Übergängen schön flüssig immer. Das mag man. Super. Ich möchte mal fragen. Dieses Gesicht mag ich auch gern so. Mhm. Ein schönes großes Auge. Ja. Guckt auch mal freundlich in die Welt, finde ich, ne? Nicht so ein alter Krummelkreispferd. Happy Birthday, Italien! Doch.
Das mag sein. Das war's, ja.